Hallo zusammen, Michi ist wieder euer Channel und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute vom letzten Spec vom Warrior und zwar vom Tank Spec. Und dahingehend wollen wir uns wieder die Fähigkeiten angucken, die, ja, das Gear, was ich anhab, die Talente und dementsprechend dann die Consumables. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann noch den Fight an und ich erkläre euch so ein bisschen die Fähigkeiten. Als allererstes starten wir einmal durch mit den Talenten. Und zwar habe ich gespielt mit Verwüsten, dann mit Doppelt-Heldbesser, dann haben wir nämlich nochmal einen extra Charge. Und ja, wir werden den Charge auf jeden Fall brauchen, denn es gibt in der Challenge einige Mobs, die uns runternocken wollen. Und da können wir ein bisschen gegensteuern. Dann haben wir donnernde Stimme mitgenommen, knisternder Donner. Unzähmbar, den Verheerer, da haben wir noch ein bisschen extra Damage und Aggressionsmanagement haben wir hier auch noch dabei. Soweit zu den Talenten, dann zum Gear. Ich würde hier euch empfehlen, vielleicht eher mit eurem Shadowlands Gear zu spielen, mit maximal Versa. Ich habe hier das Gear angelassen, was ich auch schon in der Arms und Fury Challenge gespielt habe, einfach weil ich mir das vorher schon zusammengecraftet habe. Das hat zwar jetzt hier ein paar extra Sockel drauf, ist aber eher schlechter, weil dieses MOP-Crafted-Gear, wie ihr seht, keinen einzigen Versa-Stat hat. Zu MOP gab es keinen Versa und dementsprechend habe ich hier gespielt mit 1,5% Versa, was eher schlecht ist. Ihr solltet also auf Versa gehen, das ist euer Bist-Stat. Wenn ihr euch so ein Sockel-Gear farmt oder herstellt, sockelt am besten Versa rein. Ich habe jetzt einfach das Crit drin gelassen von dem anderen Spec und dementsprechend hier auch Crit-Verzauberungen drauf gehabt. Im Optimalfall holt ihr euch halt Versa-Gear, sockelt Versa rein, wenn ihr Sockel habt und verzaubert auch Versa. Ne? Auf der Waffe, ganz wichtig, was carryen wird, ist Kreuzfahrer. Hier die Erbstück-Waffe auf eurem Twink quasi aus der Box rausholen und oder rüberschicken und euch Kreuzfahrer rüberschicken auf den Level 1-Char. Dann könnt ihr es drauf verzaubern und dann wieder auf den Main-Char, denn mit einem Stufe 60-Char ist halt die Waffe hier 146er Item-Level, dann könnt ihr keinen Kreuzfahrer drauf machen. Und Kreuzfahrer carryt euch hier. Das haut nämlich relativ viel Heilung raus. Ja? Also ihr seht, die Heilung ist hier von Kreuzfahrer und das ist Platz 1 in meiner Heilung. Ne? Der Siegesrausch ist nur Platz 2, also über ein Drittel meiner Heilung ist alleine über die Kreuzfahrer Verzauberung. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall mit einer Erbstückwaffe zu spielen. Wenn ihr eine von Garrosh habt mit extra Sockeln, macht es tatsächlich Sinn, das mitzunehmen. Zusätzlich habe ich gespielt mit der Samenkapsel von Nitendra aus dem Emerald Nightmare. Also den ersten Boss, da einfach abfarmen, könnt ihr auch Bonus rollen. Habt ihr 4 Schwierigkeitsgrade, LFR, Normal, HC und Mythic, wo ihr es farmen könnt. Dann habe ich gespielt mit dem Gronn-Zahn-Kriegshorn, das ist ein Erbstück, leider ist es nicht mehr im Spiel, falls ihr das noch habt, könnt ihr das nehmen, hat einen Proc, dass ihr 10% mehr Schaden gegen Dämonen macht, da drin sind Haufen Dämonen, macht auf jeden Fall Sinn, hat noch gut Stats drauf, ist eine schöne runde Sache, könnt aber jedes andere Damage-Trinket auch hernehmen. Oder euch einen Absorb-Trinket nehmen, da gibt es dann auch die ein oder andere Option, was auch bei den Tank-Challenges sehr, sehr stark ist. Es gibt bei Kel'Thas ist das, glaube ich, falls ihr das habt, ein quasi Trinket, wenn ihr sterbt, dann habt ihr einen Free-Death frei und das ist hier am Ende in der letzten Phase Gold wert. Ich habe das leider nicht gehabt, weil der Char hier halt irgendein Gammeltwink ist und mit dem war ich nie in irgendeinem Raid drin, dementsprechend, oder halt in keinem aktuellen Raid drin, dementsprechend hat er so ein Zeug nicht. Aber wenn ihr das habt, ist das auf jeden Fall bis von den Trinkets her, also auch für jeden Tank. Selbst im Main habe ich das Ding tatsächlich nicht irgendwie nie geholt. Naja gut, egal. So viel dazu, also ihr wollt am besten Versa haben. Wenn ihr Sockel drauf habt, sockelt da auch Versa drauf. Ich war dazu geizig, um zu sockeln, mit dem Gear hat es aber auch geklappt. Gut, dann gehen wir jetzt mit denen mal über zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit großem Fläschchen des Tiefensogs, da kriegt ihr am meisten Stärke raus. Dann mit dem verdunkelten Wettstein. Mit dem Schaut, dann haben wir die verschleierte Verstärkungsrune, dann habe ich hier mit dem Versafood gespielt, mit dem aus BFA, dann habe ich eine Trommel mitgenommen für Heldentum und mit dem Trank der ungezügelten Wut, der macht einfach am meisten Damage. So viel dazu. Dann hatte ich natürlich noch da drin einen Heiltrank, ein psychischer Heiltrank. Ich glaube, ich habe ihn in dem Killtry gar nicht benutzt, weil ich ihn vergessen habe. Macht aber Sinn, auf jeden Fall ihn mit reinzuhauen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Killtry an und ich erkläre euch so ein bisschen die Fähigkeiten. Am Anfang, wie bei den meisten Challenges, ist es tatsächlich so, dass der Mob erstmal ein bisschen palabert. Da habt ihr dann noch Zeit, euch
einmal zu buffen. Ah, seht ihr, ich habe gerade hier ohne Rune gespielt, weil mir die zwischenzeitlich ausgegangen sind. Hat aber trotzdem funktioniert. Ihr werdet es am Ende sehen, war es relativ knapp. Vielleicht wäre es mit der Rune nicht ganz so knapp geworden. Genau, sobald die Typen hier fertig labern, kämpft ihr als allererstes gegen den Caster-Mob. Und Krul ist der Melee-Mob, den müsst ihr am Ende töten. In Phase 2 kommt der dann quasi in den Kampf. Hier können wir am Anfang einfach den Caster-Mob angreifen. Er macht genau zwei Fähigkeiten. Einmal hier einfach einen Schattencast, der macht ein bisschen Damage auf euch. Und den zweiten Cast, den er hat, ist eine Heilung. Und diese Heilung müsst ihr unbedingt interrupten. Da habt ihr insgesamt drei Möglichkeiten. Da haben wir diese Heilung, den Blutsauger. Ihr habt drei Möglichkeiten von eurem Char und dann noch eine zusätzliche. Wir können einfach mit unserem ganz normalen Interrupt interrupten. Dann haben wir die Shockwave. Mit der können wir ihn auch interrupten. Wenn ihr am Rand dieser Void Zone hier steht, dann schafft ihr es gerade so, ihn quasi damit abzubrechen. Und dann könnt ihr ihn auch noch mit dem 4 interrupten. Das sind die drei Möglichkeiten. Die vierte Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir in diese, seht ihr da hinten diese helle Lichtorb, wenn ihr da reinlauft, werden alle Mobs, die hier rumlaufen, alle gegnerischen Mobs, desorientiert. Und wenn diese Mobs, wenn der Boss halt desorientiert wird, wird der Cast auch abgebrochen. Zusätzlich kriegen sie ein bisschen Schaden und ihr heilt euch komplett hoch über die Orb plus wählen. Und dieser Demon Hunter ist es, glaube ich, der hier noch dabei ist. Die werden auch komplett hochgeheilt. Das ist nämlich relativ relevant, denn sowohl Velen als auch dieser Demon Hunter dürfen nicht sterben. Ihr seid quasi den hier Tank und wenn die sterben, dann ist es schlecht. So, und dann kommen wir als nächstes zu dieser lustigen Void-Fläche, die wir haben, die um den Boss rum ist. Solange ihr da drin steht, stackt ihr den Debuff hoch. Dieser Debuff macht euch keinen Schaden, aber euer maximales Leben wird mit jedem Stack um 10% verringert. Heißt, wenn ihr das hochstackt, habt ihr fast kein Leben mehr und der Cast von dem Boss, der macht so Mittelschaden. Bloß wenn ihr dann nur noch 20-30% von eurem Leben habt, dann haut es schon ganz schön rein und dementsprechend solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr das nicht über 5 stacken lasst im Optimalfall. Ja? Also das ist relativ wichtig, dass ihr da ein bisschen aufpasst. Jetzt habe ich es auf 6 gestackt, das ist jetzt schon eher suboptimal, ja? Also da müsst ihr echt gucken. Dann habt ihr gesehen, kamen vom Rand hier noch diese Geister. Die kommen alle, ich glaube alle 30 Sekunden ist es in etwa, kommen diese Geister raus und fliegen zu euch her und hitten euch und die fangen dann auch irgendwann so einen Cast an, zumindest war es bei meiner Tank-Challenge so, also beim Guardian, irgendwie hier in der Worry-Challenge haben die gar nicht zum Casten angefangen, wenn, dann habe ich die zu schnell gekillt oder das ist hier so ein bisschen anders, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsst ihr die einen Ticken, müsst ihr die auf jeden Fall schnell töten, weil sonst töten die euch halt. Und ihr solltet halt gucken, dass ihr, wenn dann eure CDs ready habt oder so eine Orb einsetzt, dann werden die nämlich auch wegdesorientiert, kriegen noch ein bisschen Damage und könnt ihn damit killen und ihr werdet wieder vollgeheilt. Ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich immer, wenn mein Kapseltrinket ready war und dieses Verheeren, dass ich die mit zum Boss reingezogen habe, beides reingehauen habe und die Mobs dann halt schnell damit weggeäht haben. Der Boss kriegt dann halt auch noch den Schaden. Dann solltet ihr aber halt ein bisschen gucken, dass es vom Timing ausgeht, dass ihr hier nicht gerade die Debuffs habt. Seht ihr, da kommen wieder diese Portale, da werden diese Ads immer mit angekündigt. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr die killt. Hier habe ich dieses Trinket reingezogen, das Verheeren, kill die und mit meinem Siegesrausch ziehe ich mich dann immer wieder voll. So, dann haben wir die einen Ads geklärt, dann sind noch zwei andere Ads. Wir haben einmal das quälende Auge. Das macht keinen Schaden, das tut euch nur anblicken und wenn dieser Strahl kommt und der Strahl quasi durchgechannelt ist, dann kickt es euch weg, wenn ihr es nicht anguckt. Also wenn, dann ihr guckt es die ganze Zeit an oder ihr killt es halt, ja. Und da das immer mehr werden aus verschiedenen Richtungen, müsst ihr die halt töten. Da kriegt ihr auch einen Siegesrausch-Proc von, also das kann man dann auch immer mal ganz gut nutzen, wenn man gerade hier rauslaufen muss, weil man zu viele Stacks hat, immer die Augen wegmachen und wenn der Strahl kommt, schaut das Auge an, ne. Ganz, ganz wichtig. Und das zweite, was wir noch haben an zusätzlichen Ads, sind diese Höllenbestien. Wenn ihr länger, umso länger ihr braucht, umso mehr Höllenbestien spawnen in der ersten Phase und die bleiben auch in der zweiten Phase. Die hauen sich selber runter, also ihr müsst sie nicht DPSen, immer wenn sie eine E machen, verlieren sie Leben. Und das Ätzende hieran ist, die haben so ein Knockback nach vorne, ne? Die hitten euch zwar auch ein bisschen, macht nicht viel Schaden, aber wenn ihr in diesem Knockback drin steht, kicken die euch von der Plattform runter. Deswegen der Doppelcharge, könnt ihr zweimal chargen, schöne Sache. Jetzt kommen wir zu Krul, das ist der zweite Boss, ne? Der hat hier ein Vernichten, da müsst ihr aktiv Mitigation ziehen. Und hier bei diesem Reflexionszauber, ganz wichtig, da solltet ihr Spell Reflect ziehen. Das müsst ihr auf jeden Fall Spell Reflecten, denn der Boss haut euch einen Debuff drauf. Jedes Mal, wenn ein Auto-Hit auf euch haut, hält er sich von 5% live. Wenn ihr das nicht interruptet oder Spell Reflected, könnt ihr wipen, weil der zieht sich instant wieder hoch. Wenn ihr das aber Spell Reflected, dann bekommt ihr 5% Leben pro
Auto-Hit, den ihr auf ihn draufhaut und dann haltet euch die ganze Zeit wieder hoch mit. Und das ist richtig, richtig stark. Und das macht er halt 2-3 Mal im Kampf und da müsst ihr halt immer gucken, dass es Barry reflected. Kleine Randinformation. Die kleinen, hier diese kleinen lila-pinken Ads da, die machen auch Spell-Zauber, wenn sie euch hitten. Also wenn die da sind, könnt ihr das nicht Spell-Reflecten und muss interrupten oder ihr Vierze halt oder Stunze dabei, ne? Also da so ein bisschen schauen. Und ihr seht hier in der zweiten Phase, kommen sowohl die Elementare alle 30 Sekunden etwa, die Höllenbestien, die spawnen immer wieder neu, ne? Wenn die in der ersten Phase einmal gekommen sind, dann spawnen die immer neu. Wenn ihr länger braucht, habt ihr halt 2, 3 von den Höllenbestien da. Wenn ihr ganz schnell seid, habt ihr nur eins da, aber das war bei mir ehrlich gesagt nicht der Fall. Jetzt habe ich den Spell nochmal reflected und eine Geschichte, wir stoppen jetzt mal schnell. Wir haben hier seinen Maincast, den er auf uns draufhaut. Ja? Wichtig ist bei diesem Cast hier, dass ihr immer eure Active Mitigation zieht. Und vor allem müssen wir später härtere CDs ziehen. Die ersten 2 gehen mit der Active Mitigation. Den 3. und 4. braucht ihr härtere CDs. Denn ihr kriegt dann immer 110% mehr Schaden von ihm, ne, von seinem Hit. Und dementsprechend sind das jetzt hier schon 330% mehr Damage. Ja. Ich glaube, mit dem letzten Hit wurde ich getötet, das werdet ihr gleich sehen. Und habe 21k Schaden gekriegt und ich habe nur 11k. Ne? Also... Das wird dann eng. Man kann ihn interrupten, indem man quasi seinen Stun draufhaut oder die Orb nutzt. Aber das Problem ist, er castet den Cast danach gleich nochmal. Also er wird dann nicht komplett unterbrochen, sondern er wird dann einmal einfach kurz unterbrochen und castet es danach nochmal. Also man kann ihn nicht komplett aufheben. Ihr seht, der 4. Cast hat mich gekillt, ist aber nicht wild. Solange der Boss fast tot ist, killen ihn die NPCs noch und es hat trotzdem gezählt hier für meinen Kill tatsächlich. Jetzt vielleicht nochmal für die verschiedenen Hits. Ne? Also für den ersten von den Hit habe ich einfach nur die Active Mitigation gezogen. Für den zweiten auch. Beim dritten Active Mitigation plus nochmal die Wall, ne, den Schildwall. Und für das dritte wollte ich alles, was sonst nur über ist. Ne, Active Mitigation, dann hatte ich geplant, ne, den Shout noch zu ziehen und nochmal hier den anspornenden Schrei zu ziehen, um dann zu versuchen, das irgendwie noch zu überleben. Ich habe das jetzt aber im Kill nicht gezogen, weil ich eigentlich noch eine Orb erwischen wollte. Das kann ich euch jetzt kurz zeigen. Moment, ich muss nochmal kurz hinter. Ich bin dann weggesprungen und dann war da noch irgendwo eine Orb. Ist hier, genau, hier war noch eine Orb, da wollte ich nochmal interrupten mit. Und irgendwie bin ich genau vorbeigeflogen, zack, und habe die Orb nicht erwischt, sonst hätte ich nochmal gestunt, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber wie gesagt, ihr habt hier nicht verloren, wenn ihr sterbt, sondern erst, wenn eure NPCs tot sind. Und da der noch 100 Leben hat, haben die den gekillt, dann ist alles gut, zählt trotzdem rein. Also deswegen meine ich, sehr, sehr knapper Kill. Vielleicht, wenn ich die Rune noch gehabt hätte, dann hätte er mich nicht umgeboxt. Aber für die fürs Achievement bzw. fürs T-Mog zählt das trotzdem. Ihr müsst ein bisschen gucken, wie viel Schaden ihr halt habt. Kriegt ihr einen Down bei 3 Hits, dann ist es gar kein Stress. Kriegt dann halt erst bei 4 Hits Down, müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr es mit den CDs einteilt, wie defensiv ihr seid. Wenn ihr mehr Versa als ich habt, überlebt ihr vielleicht noch wesentlich besser. Wie gesagt, ich habe halt bis auf mein Buff-Food kein Versa auf dem ganzen Gear und dementsprechend habe ich mit dem Volley wesentlich mehr kassiert. Vielleicht habe ich einen Ticken mehr Schaden gemacht, weil ich halt einfach ein bisschen mehr Crit dann insgesamt drauf habe. Das sind soweit die Fähigkeiten vom Boss und den Ads. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze geholfen. Sollten da noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, dann könnt ihr mir gerne die noch in den Kommentaren stellen. Vielleicht kann euch da noch jemand anderer soweit weiterhelfen. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Worry Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.